Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge MechWarrior 5 Mercenaries. Ich weiß, es hat lange gedauert, aber nein, ich habe das Ganze noch nicht ad acta gelegt. Wir machen weiter und ich kann mich noch dunkel erinnern, wir haben das letzte Mal gesagt, wir wollen mehr Mod-Waffen benutzen. Ich denke, wir könnten dafür den Charger verwenden, denn der ist das letzte Mal ja ein wenig kaputt gegangen. Werfen wir hier die AK-20 raus und schauen mal, was wir stattdessen im Angebot haben. AK-20 ist natürlich eine sehr mächtige Waffe. Wir könnten eine Minigun nehmen. Minigun. Halt, stopp. Im Markt. Wir waren im Markt. Wir könnten die Minigun nehmen. Wir hätten einen Thor's Hammer, das ist eine Bazooka, die hat 480 Meter Max-Reichweite. Okay, 3 Tonnen. Oder aber dieses schöne MG. Komm, wir haben das MG noch nie ausprobiert. Wir probieren das MG mal aus. Munition, Efficient Can hat 3 Tonnen und 4000 Rounds. 2 Tonnen und 2000. Okay, das Doppelte für eine Tonne mehr. Dann nehmen wir die doch glatt mit. So. Können wir noch bei den Raketen was machen? Haben auf jeden Fall dadurch Feuerkraft eingebüßt, sagt uns hier oben unsere Anzeige. Aber das stört uns jetzt erstmal nicht. 5 Tonnen, 6 Tonnen, Explosive Energy LRM-20. Ich meine, wir haben ja an Fernkampfkapazität eingebüßt. Das heißt, wir könnten eine LRM mitnehmen. Long-Ranged Explosive Energy System, which has good damage and AOE damage as well. Okay, dann KSRs raus, LRM rein. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch Platz. Wir können hier noch doppelte Wärmetauscher einbauen. Yes, please. So. Ah, ne. Hey, geht natürlich nicht. Pack mal hier rein. Und nehmen stattdessen nur einmal normal mit. 2 Tonnen. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich dachte, wenn ich... Achso, ich habe das nicht rausgenommen. So, genau so wollte ich das. Nehme ich hier noch 2 Tonnen mit und dann haben wir hier nämlich noch Platz für einen weiteren Wärmetauscher. Und wir können noch LRM-Munition mitnehmen. Gibt es hier im Markt welche? EELMG-Ammo. Ich glaube, das könnte passen. Wir nehmen alle mit, falls was zerstört wird. Inventar. EELM. Okay, nehmen wir so. 400 Schuss sollten auf jeden... 200 Schuss sollten vielleicht reichen. Und jetzt haben wir minus 19. Okay, alles reparieren. Nehmen wir... Nehmen lieber einen Wärmetauscher weniger mit und mehr Munition. Es wäre ärgerlich, wenn uns die Munition ausgehen würde. Und dann Arbeit beginnen. 45 Tage. Okay. Judy, des Weiteren habe ich Coyote Mission Mod Pack geupdatet. Das sollte zur Folge haben, dass es einen weiteren neuen Missionstyp gibt, und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, nennt er sich Recovery. Schauen wir mal, ob wir hier schon einen finden auf Anhieb, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Was haben wir hier? 7 bis 10 und 5 bis 8. Komm, wir fliegen einmal hier rüber, schauen, was da Phase ist und schauen dann noch in dem anderen Cluster, ob es da vielleicht sogar eine Recovery-Mission gibt. Richtig komplett neuer Content, trotz langer Pause. Ja, oder so ähnlich. Es wird eine Zikada verkauft.
Okay, das ist jetzt nicht so mein Fall. Wir haben hier noch einen Thor's Hammer. Es gibt die Carabines sogar als Burstfire. Okay. Jumungan Shotgun. Large Mag Sniper Rifle. Ja, moin. Ja, es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Snap Nose Double Barrel SAG. Ballistic Snap Nose Double Barrel Shotgun that is great for close quarter combat. Wir haben auf jeden Fall noch einiges zum Testen. Wir können natürlich auch einmal noch schnell in die Kantine gucken, was es hier für Aufträge gibt. Ausrüstungssammler. So. Das haben wir. Und jetzt schauen wir mal, dass wir endlich hier in eine Mission reinkommen. Allerdings ist hier gerade. Sorry. Ich muss da noch kurz gucken, da ist ein Hero Mac gespawnt. Den muss ich im Zweifel mitnehmen. Und dann geht's direkt los in den Kampf. Gut, das waren jetzt schon mal ein guter Start in die Folge. 6 Minuten bauen. Nice. Aber hatte ich ja gesagt, wir wollten uns das ein bisschen anschauen. Die Hero-Zikada. Die Hero-Zikada müssen wir mitnehmen. Das ist einfach so ein episches Gerät. Die muss ich mitnehmen. Okay. Auf jeden Fall einiges an Geld auf den Kopf gehauen. Wir fliegen jetzt nach Kiew oder so. Hieß Kiew? Egal. Auf jeden Fall ist jetzt auch unser Charger fertig. Und das heißt, wir können ihn direkt im Kampf ausprobieren. Und ich bin schon sehr gespannt, wie dieses neue Waffensystem für uns funktioniert. Der Feind meines Feindes. Okidoki. Machen wir auch noch. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier Duell und Brückenkopf, Verteidigung, Patrouille. Da ist ein Rescue-Auftrag in Callaway. Da in Chuvan ist auch noch ein Rescue-Auftrag. Nice. Das heißt, ich gehe jetzt als erstes nach Zemini. Dort machen wir jetzt einen Duell-Auftrag. Und danach fliegen wir nach Callaway und machen den Rescue-Auftrag. Nur damit ihr schon mal wisst, das ist noch für die Folge geplant. Das wird auf jeden Fall passieren. Was links und rechts noch passiert, kann ich jetzt auf Anhieb noch nicht sagen. Das werden wir merken. So, Zeit für ein Duell. Es ist zwar gegen das Hause Marek, was ich nicht so mag. Aber mit dem Hause Marek stehen wir eigentlich ganz gut. Heavy Reckon. Ach komm, ein Auftrag wird ja wohl gehen. 200 Tonnen. Also, ganz klar, ich nehme den Charger, weil den wollen wir ja testen. Dann, Wolverine, Orion ist zu schwer. Nehmen wir stattdessen den Thunderbolt mit, beziehungsweise wir werden wahrscheinlich eh nicht auf die Tonnage kommen. Deswegen lassen wir einen Piloten zu Hause und sind so jetzt maximal ausgestattet. Das finde ich ist auch ein gutes Setup. Wolverine, man könnte ihn wahrscheinlich noch gegen unseren Shadowhawk tauschen, wenn man das möchte. Aber ich glaube, das möchte ich nicht. Dementsprechend ready up and let's go. Nice. Ach, es wurde echt mal wieder Zeit, dass ich dieses Spiel anwerfe. Aber die Formel 1 Season, die ich da mitfahre, braucht viel mehr Zeit, als ich das mir gedacht habe. Okay. Okay. Ja, das wird jetzt ein lustiges Geballer. Ich versuche mal hier oben rechts die Ridge zu bekommen. Damit wir von oben auf unsere Gegner herunterblicken und schießen können. Mal schauen, wie gut das funktioniert. Wir müssen das Duell gewinnen. 4 gegen 4, 4 gegen 3. Da ich mich dazu entschieden habe, mit weniger zu starten. Schauen wir mal, ob das ein Fehler war oder ob das funktioniert.
of the Free Worlds League. Ja, ist ein bisschen anspruchsvoll, auf die Entfernung mit dieser Waffe zu treffen, weil sie doch nicht die genaueste ist. Hm. Fancy. Scheint auf jeden Fall gut Schaden zu machen. Nice. Schön grüne, leuchtende Raketen. Die werden mit der Zeit noch schneller. Okay. Ja, moin. Gut, dass wir so viel Munition haben. Ha! Dass das noch schneller wurde, damit habe ich nicht gerechnet. What? Warum denn Headshots, Jungs? Jetzt müsste man natürlich noch treffen. Ja, also prinzipiell geile Waffe, aber praktisch macht sie einfach zu wenig Schaden. Das war's mit unserem Raketenwerfer. Gut, dass wir das mal ausgetestet haben, aber ich muss ja mal sagen, viel Lärm um nichts. I'm not a fan. Leider nicht. Also, die Waffe hat halt, also im Vergleich zu einer AK-20, also wir haben eine AK-20 damit ersetzt, okay, aber das war halt nichts. Das war halt überhaupt nichts. Die hier, die sind noch ganz okay. Aber, also, die hier fand ich tatsächlich nice. Die Explosive Energy LRMs, abgesehen davon, dass wir jetzt keine mehr haben. Aber die fand ich eigentlich ganz nice. Obwohl, doch, haben wir noch. Dann packen wir die hier wieder rein, weil die waren nice. Der Scheiß hingegen, der war ja mal absolut nicht worth. So, wir können jetzt hier eine Shotgun mitnehmen. Diese. Oder... Wir nehmen die Thor's Hammer mit. Die ist aber nur 3 Tonnen. Komm. Ich nehme die Jormungand Shotgun mit. Einbauen, bitte. Und dafür brauchen wir jetzt noch Munition. Haben wir nicht. Nice. Dann nehmen wir die nicht mit. Ja, das war halt ein Schuss in den Ofen. Ja.
Ja, okay, dann nehmen wir, gut, gehen wir hier wieder klassisch. Klassisch auf AK-20. AK-20 Burstfire ist. So leid mir das auch tut. Sogar zwei doppelte Wärmetauscher sind wir bei drauf gegangen. Okay. AK-20 Burstfire. Und noch einen Munitionsbin dafür. Arbeit beginnen. Let's go. Ja, das war leider überhaupt nicht geil. Das war leider nicht gut. Dann hoffen wir mal, dass wir es in Callaway besser machen können. Um den neuen Auftragstyp uns anzuschauen. Ja, aber mal verlieren gehört auch dazu in dem Spiel. Dadurch lernt man ja auch Dinge. Man könnte jetzt neu laden, klar, aber wir sind momentan in so einem Bereich, dass wir uns um Geld momentan keine Sorgen machen müssen. Mehr ist zwar immer gut, aber in dem Fall ist es nicht relevant. So. Aufträge, bitte. Rescue für Hause Marek gegen Haus Liao im vulkanischen Gebiet. Ein bisschen Loot, ein bisschen extra Geld annehmen. So, die sind natürlich außer Gefecht. Rescue. Wie muss ich mir Rescue vorstellen? Ich denke mal, es ist nicht verkehrt, wenn wir mal einen Ticken schneller sind. Deswegen nehme ich den Dragon. Wir nehmen uns an die Hand den Crickdraw, den Warhammer und den Orion. So. Genau. Und da mit dieser schlagkräftigen Truppe gehen wir jetzt in den Kampf und retten unsere Verbündeten. Genau so sieht's aus. Das machen wir. Ich bin gespannt. Kann ja nur besser werden. Denn die letzte Mission war schon etwas schlecht. Nice. So, wir haben 9 Fahrzeuge zum Verteidigen. Anti-Course. Cool. Neuer Missionstyp, Rescue. Schauen wir mal, was hier passiert. Ja. Wir müssen sie verteidigen. Schauen wir mal, was es hier für Gegner gibt. Bis jetzt schon mal keine. Ist ja auch mal schön, ein bisschen entspannt. Mask ausschalten, nicht, dass es Ärger gibt. Führe die Beinchen. Ich hatte übrigens gerade einen Crash vom Spiel. Das heißt, ich habe die Mission schon ganz kurz reingespielt. Und jetzt ist auch meine Grafik wieder so, wie ich es gewohnt bin. Dementsprechend hat es ja auch was Gutes. Jawollo! Und wenn alles wieder läuft, dann funktioniert es auch. Ich hatte nämlich gesehen, dass sich RTX eingeschaltet hat, wahrscheinlich durch eins der letzten Nvidia-Updates. Und damit war das alles nicht mehr so nice. So. Ich würde sagen, meine Jungs bleiben mal hier und ich schaue mal, was da hinten meiner Basis Schaden zufügt. Das sieht schon mal aus wie Igor. Sehr gut. Achtung, Schlucht. Wer auf die Karte guckt, dem wird geholfen. Greift ihr die mal an?
Und ich gehe hier mal weiter Richtung Basis. Tja, also bei solchen Missionen muss man tatsächlich in relativ leichten Mechs tatsächlich unterwegs sein, damit man schnell von A nach B verschieben kann. Denn offensichtlich gibt es hier an mehreren Fronten Probleme oder man spielt es im Multiplayer und kann damit sich aufsplitten, was leider nur mit KI nicht so gut funktioniert. Gebt her eure Beine, gebt her eure Dings. Na gut. Der Center Torso ist jetzt schon so weit runter, dass ich glaube ich einfach weiter auf den Center Torso gehe. So, KSR in dein Gesicht. Schauen wir mal. Da ist ein Orion. So, immer schön drauf. No, ich wollte ihm doch einen Zack schießen. Diese Vulkane, also diese vulkanischen Maps sind halt einfach krass. Griffin. Oder aber meine Kühlung in den Maps ist unterirdisch krass, aber ich bin ja dafür, dass die Map schuld ist. Ich kann ja nicht schuld sein. Ich bin ja der Spieler, ich mache das ja perfekt. Ah, komm schon, so eine kleine KSR kann dich doch nicht direkt überhitzen. Bei 6%, die noch über sind. So, keine Waffensysteme mehr, abgehakt, next one. Turbo rein, aka Mask, und dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Victor. Könnt ihr jetzt bitte einfach mal rausgehen, die kleine Wechsel. AK-20 ist raus, das ist schon mal angenehm. Da kann ich mich um den Griffin kümmern. PPK ist raus, auch nice. 67% hat die Basis. Einer von meiner von der Truppe, die ich beschützen muss, ist schon kaputt. Okay. Du bist immer noch nicht ausgestiegen, ist das dein Ernst? Critical.
Charger muss weg. Jawohl, immer gibt ihm. Oh, Javelin Räuber da. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Irgendwas muss aber noch in der Basis sein, denn die hat schon wieder Schaden bekommen. Ja, da wirft irgendwas Raketen. Ein Orion. Noch ein Orion. Krass. Und hier gibt es auch noch Flieger. Also der Missionstyp ist schon richtig nice. Hier ist richtig was geboten. Hier ist richtig Action. Hätte ich schon direkt Bock, das mal wieder Multiplayer auszutesten. Muss ich mal mit meinen Leuten reden, die, mit denen ich das letzte Mal gespielt habe, ob sie da mal eine Runde Zeit haben. Komm, nimm die AK raus. Okay. Jetzt ist easy. Ja, beim Dragon ist halt immer mal das Problem, dass man zu wenig Munition bei hat, aber das passt schon. Dafür haben wir ja auch noch ein Team. Nachdem die AK-20 raus war, war der Mech ja sowieso nicht mehr so schlimm. So, 8 von 9 haben wir. Das ist nice. Die Basis steht auch noch zu 55% und wir sind gleich fertig mit dem Abholen der Überlebenden. Nice. Ach, und jetzt noch 3 Minuten verteidigen. Ja, boy. Dass hier draußen der Awesome noch steht, damit habe ich nicht gerechnet. So, weg mit ihm. Und hier hatte ich noch irgendwo kleine Fahrzeuge gesehen. Die sollten wir jetzt auch rausnehmen können. 3 von 9. Dass der da von außen mit seinen Lörms einfach reinhalten kann, das konnte es schon eine kleine Frechheit. So, 2 Minuten müssen wir noch aushalten. Na du kleiner Viktor. Schlafen gelegt, nicht? Folgendes, Jungs. Das sah aus wie eine PPC. Wo kam denn der PPC-Schuss her? Da ist der Übeltäter. Kleiner Manticore. Da kommt ein Partisan an. So, die haben wir auch. Und dann kommt hier direkt noch die Luftunterstützung. So, den einen Igor haben wir auf jeden Fall noch. Und der andere ist vom Himmel gefallen. Wie das Helikopter halt so machen. Gut, 45 Sekunden, dann haben wir es geschafft. Also, erstens, die erste Mission des Tages heute war
schlecht, das Duell mit unserem Charger, denn das MG war Müll. Zweitens, die Rescue-Mission ist in richtig, richtig coole Action. Richtig was los, man hat viele Ziele zu verteidigen. Es passiert viel auf dem Schlachtfeld. Es wird von allen Seiten her angegriffen, sodass man immer in Bewegung ist, man sich immer aufteilen muss. Mit schwereren Mechs stelle ich es mir noch komplizierter vor, da man da sich nicht so einfach verlegen kann. Und A und O ist wahrscheinlich einfach Multiplayer-Charakter der Karte, sodass man sich immer auf zwei Leute oder so aufteilen kann. Einer nimmt eine KI mit, je nachdem, damit einer am Ende des Konvois ist und der andere vorne die Basis zu erhalten. War ansonsten ziemlich nice. Jetzt sollten auch unsere Landungsschiffe kommen und die Leutchen einsammeln. Ach so, nochmal 2,5 Minuten, bis das Dropship, was da gelandet ist, wieder abfliegen kann. Ja, sichi. Okay, extrem langer Kampf. Muss man also in Zukunft bei der Mech-Auswahl auch beachten. Denn man braucht halt auch einen Mech, der entsprechend lange kampffähig ist. Der Dragon hier zum Beispiel kommt jetzt schon extrem an seine Grenzen. Ja, genau. KSR haben wir zum Beispiel keine Munition mehr. Und die AK-Munition ist auch sofort alle. Nämlich jetzt. Und jetzt bin ich hier nur noch auf zwei Laser reduziert. Was natürlich mehr als wenig ist. Dafür haben wir halt kein großes Überhitzungsproblem mehr. Nice, aber ja, wir haben halt auch kein großes Schadenspotenzial mehr. Okay, keine Waffensysteme mehr, sollte auch rausgehen. Mal schauen wir mal, ob er das auch tut. Vor uns hat man ja mal einen Verrückten, der trotzdem weitergekämpft hat. Dann reduzieren wir hier erstmal seine Waffen. Genau, den M-Laser raus. Interessiert sich noch für mich. Stimmt nicht, er geht schon auf einen anderen Mech, einfach weil wir so wenig Schaden machen. Komm schon! Bay Number One. Nice. Er gibt sich bei den Missionen halt richtig Mühe. Sogar mit ordentlicher Vertonung. Nice. Ich meine, klar, die Vertonung, die hat er sich aus dem Spiel genommen. Die gab es schon. Aber er hat sie platziert. Am Anfang war das nicht so und inzwischen ist das so. Richtig nice. Honika. Den haben wir noch nicht, dann nehmen wir den mal mit. Stimmt nicht, wir haben nicht genug Salvage Points. Ja, dann nehmen wir hier noch ein bisschen Lutoronskis mit für Money. Und dann haben wir das geschafft. Solides Ergebnis, passt. Flamer, Standardwärmetauscher, nichts Krasses, aber immerhin. Gut, ich würde sagen, das war's für heute, denn wir haben den neuen Missionstyp kennengelernt, wir haben ein neues Waffensystem ausprobiert, war nicht ganz so wie erwartet, aber wir haben es gemacht und beim nächsten Mal schauen wir uns dann mal die High Reward Quests an. Vielleicht baue ich noch zwischendurch dann nochmal ein bisschen eine Mech um auf einen anderen Build mit neuen Waffen. Wir können nochmal eine Rescue-Mission in Shun One machen, aber das ist Zukunftsmusik. Ich hoffe, es dauert diesmal nicht so lange, bis ich die Folge produziert kriege.
Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, ciao.